Das ist wirklich paradox. Obwohl die Meere eigentlich immer wärmer werden, hat ein US-Forschungsteam jetzt eine Region der Erde aufgespürt, die immer kälter wird. Konkret geht es um die Tiefen des Pazifischen Ozeans. Dort wird das Wasser unterhalb von 2000 Metern Tiefe immer kälter. Was die kleine Eiszeit damit zu tun hat und warum dieses Ergebnis bedeutet, dass es höchste Zeit ist, unsere aktuellen Klimamodelle zu überarbeiten, erfahrt ihr jetzt bei Klicks um Science and Fiction. Hier gibt es täglich verblüffende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. 1, 2, 3. Herzlich willkommen. Die Auswertung historischer Messungen enthüllte das überraschende Phänomen. Ganz im Gegensatz zu dem Temperaturtrend auf der Erdoberfläche und in den oberen Regionen der Meere wird es im tiefen Pazifik kälter, und zwar um 0,02 Grad pro Jahrhundert, so ein US-Forschungsteam in einer aktuellen Studie. Die Erklärung für dieses Ergebnis liefern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gleich mit. Schuld ist wohl die sogenannte kleine Eiszeit, auf die das Wasser in der pazifischen Tiefsee mit einer Verzögerung von mehreren Jahrhunderten reagiert. Aber von vorne. Die kleine Eiszeit, sie herrschte zwischen 1250 und 1900 auf der Nordhalbkugel. Vorher war das Klima eher warm, sodass sogar die Menschen in Norwegen Getreide anbauen konnten. Doch dann gab es einen Umschwung. Extremwinter sorgten dafür, dass sogar die Themse in London und die Kanäle in den Niederlanden zugefroren waren. Viele Menschen starben, denn es herrschten Hungersnöte und Seuchen. Bei der kleinen Eiszeit handelte es sich im Gegensatz zu der klimatischen Entwicklung heutzutage allerdings um eine natürliche Variation des Klimas und wurde nicht durch die Menschen vorangetrieben. Von dieser Kälte ist tatsächlich etwas geblieben, und zwar im Pazifischen Ozean. Sein Tiefenwasser reagiert also erst jetzt, Jahrhunderte später, auf die kleine Eiszeit. Zurückzuführen ist dies wohl auf die sehr langsame Zirkulation der Wassermassen innerhalb des Pazifischen Ozeans. Dazu die Forscherin Jake Gabby, die an der Untersuchung beteiligt war. Diese Gewässer sind so alt und seit so langer Zeit nicht mehr an der Oberfläche gewesen. Sie erinnern sich quasi noch daran, was vor Hunderten von Jahren geschah, als Europa einige der kältesten Winter der Geschichte erlebte. Bei ihrer Analyse griff das Forschungsteam auf Messungen aus den 1870er Jahren zurück und verglich diese mit aktuelleren Messdaten aus den 1990er Jahren. Doch um falsche Ergebnisse auszuschließen, mussten die Fachleute einige Fehlmessungen aus den 1870er Jahren korrigieren. Damals fand die weltweit erste moderne Expedition statt, um den Meeresboden und die Ozeane systematisch unter die Lupe zu nehmen, und zwar an Bord der HMS Challenger, von der aus insgesamt 5000 Temperaturmessungen durchgeführt wurden. Die damals angewandte Methode war nicht nur ein riesiger Arbeitsaufwand, sondern gilt heutzutage als längst überholt. Einzelne Thermometer wurden damals an Seilen ins Wasser abgelassen, um dann die Temperatur abzulesen. Dazu Peter Huibers von der Harvard University. Wir haben diese historischen Daten auf Abweichungen überprüft und eine Vielzahl von Korrekturen durchgeführt. Dabei ging es um Aspekte wie Druckeinflüsse auf die Thermometer und Dehnungseffekte bei den Hanfseilen, die zum Absenken der Thermometer genutzt wurden. Am Ende zeigte der Vergleich der Temperaturmessungen von heute und damals aber das, was das Forschungsteam auch schon in seinem Modell vermutet hatte. Große Teile des Pazifiks sind in einer Tiefe von 2000 Metern abgekühlt. Die Wassermassen darüber dagegen erwärmen sich. Anders dagegen sieht es im Atlantik aus. Dort hat sich auch das Tiefenwasser seit den 1870er Jahren erwärmt und spiegelt somit die Klimaerwärmung in den letzten Jahrhunderten wider. Laut der aktuellen Studie findet zwar auch hier eine Verzögerung zwischen Tiefsee und Oberfläche statt, allerdings liegt sie im Atlantik wohl nur bei 1 bis 4 Jahrhunderten. Dazu die Erklärung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Die pazifischen Tiefenwasser haben wegen ihrer stärkeren Isolation von der Oberfläche ein längeres Gedächtnis als der Atlantik. So können es im Pazifik 800 bis 1400 Jahre dauern, ehe sich auch in Wassertiefen von mehr als 2 Kilometern die Temperaturveränderungen der Oberfläche niederschlagen. Das Ergebnis macht deutlich, dass Klimazustände sehr lange ihre Spuren in den Gewässern hinterlassen. Mindestens genauso spannend ist aber der Einfluss der Ozeane auf das heutige Klima. Denn klar ist, dass diese als ein wichtiger Klimapuffer im Klimawandel fungieren, denn sie nehmen sowohl CO2 als auch Wärme aus der Atmosphäre auf. Doch die neuen Studienergebnisse machen deutlich, dass die oberen Wassermassen des Pazifiks nicht so viel Wärme aufgenommen haben, wie bisher angenommen wurde. Somit wäre seine Pufferwirkung kleiner als gedacht, was bedenklich ist. Dieses Ergebnis erfordert also auch, dass aktuelle Klimamodelle angepasst werden müssen. Umfassend könnt ihr euch übrigens über den Klimawandel bei Raumzeitvlog der Zukunft informieren. Dafür hier klicken auf das Video Klimawandel, Fakt oder Fiktion. Unbedingt ansehen und natürlich unbedingt
unbedingt abonnieren. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.